Herr Präsident, meine Damen und Herren, nur zu zwei Punkten, weil Sie mich da angesprochen haben. Herr Goyni, das kann doch sein, dass Olympia einen Mehrwert generiert, so wie die Fußball-WM 2006 auch. Darüber habe ich aber gar nicht gesprochen. Ich habe darüber gesprochen, dass Sie unter der Bedingung der Schuldenbremse diesen Mehrwert vorfinanzieren müssen. Und dass dazu mir bisher jedes realitätstaugliche Konzept fehlt. Und wenn Sie auf diese Frage, wie kriegt die Investition gestemmt, antworten, die bringt später etwas ein, dann bin ich genau bei der unsoliden Politik der CDU aus den 90er Jahren hier in Berlin. Weil genau da sind Sie im großen Stil zusammen mit der SPD dieser Theorie gefolgt und andere haben das nachher auslöffeln müssen und das Geld wieder reinbringen durch eine harte Sparpolitik. So. Insofern finde ich, haben Sie die Pointe verfehlt. Solide Haushaltspolitik, das bedeutet, dass Sie auch eine solide Vorfinanzierung einer Veranstaltung haben, die dann möglicherweise ein wunderbares Ereignis ist und einen Mehrwert generiert. Ja, und die haben Sie bisher nicht. Mehr habe ich dazu gar nicht gesagt. Da sind Sie in der Bringschuld. Und der zweite Punkt zum Thema BER. Darüber haben Sie jetzt gesprochen und vorhin Herr Schneider auch. Bei Ihrem Haushalt kommt doch dabei heraus, dass 230 Millionen Euro in der Rücklage liegen, und genauso unkontrolliert in den nächsten 2 Jahren abfließen werden, wie bisher in den letzten 4 Jahren das Geld abgeflossen ist. Und genau diesem Mechanismus wollten wir doch ein Ende machen. Und deswegen vertröstet mich diese Aussage, naja, das mit der Sperre, das machen wir dann aber im Jahre 2016, 17 überhaupt nicht. Weil dazwischen liegt eine Strecke von mindestens 2 Jahren, in denen dann einfach alles so weitergeht wie bisher und die sich da was rausnehmen, was sie wollen. Nee, okay. Für eine zweite Kurzintervention hat Kollege Zillig dann das Wort. Naja, Herr Kollege Gröni, Sie melden hier eine Aktuelle Stunde zum Thema Nachtragshaushalt an, haben aber offensichtlich die Unterlagen zum Nachtragshaushalt überhaupt nicht gelesen. Sonst können Sie nicht zu diesen Behauptungen kommen, zu denen Sie hier kommen. Und nun haben wir uns diese Unterlagen ja nicht ausgedacht, sondern der Senat hat sie vorgelegt. Und da lese ich mal vor, Anlage zum Haushaltsplan. Übersicht über den Haushaltsplan für das Sondervermögen Infrastruktur wachsende Stadt Siever. Ne? Haushaltsplan 2015. Ausgaben. Investive Baumaßnahmen 32 Millionen, Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2 Millionen und 100.000 Euro. Macht insgesamt, ich will es ganz genau machen, 34 Millionen und 100.000 Euro. 34 Millionen und 100.000 Euro plant der Senat aus Siever in 2015 auszugeben. Und das ist eine Summe, die wird locker in den nicht verausgabten Investitionsmitteln aus dem normalen Haushaltsplan verschwinden. Null zusätzliche Investitionen in 2015 aus Siever. Das ist die Bilanz, die man daraus ziehen kann. Im Gegenteil, die 300 Millionen Euro, die Sie zusätzlich nach den Planungen des Senats aus den Steuereinnahmen heben, ja, es werden mehr sein, ist völlig klar, aber Sie heben ja erstmal nur die 300 Millionen. Diese 300 Millionen geben Sie kein Stück für zusätzliche Investitionen aus, sondern sie fließen 1:1 in die Tilgung. Null neue Linie, sondern die Tilgung hat den Vorrang und zusätzliche Investitionen werden in 2015 mit diesem Haushalt und mit Siever nicht getätigt. Herr Kollege Goyni, Sie können jetzt auf beide erwidern. Also, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich dachte, da kommt jetzt ein bisschen mehr von Ihnen. Also, Herr Esser, wenn man sich für Olympia bewirbt, ja, und da hat Berlin ja, glaube ich, schon ein gutes Konzept vorgelegt, dann sehen Sie doch daraus auch, dass es eine Vielzahl von Infrastruktur und Sportanlagen schon gibt, wo wir sehr gute Startvoraussetzungen haben. Berlin bringt ein ganz spannendes Klima, eine eigene Atmosphäre in eine Olympia-Bewerbung rein, die andere Städte so nicht haben können. Wir haben alle Voraussetzungen. Und niemand hat doch behauptet, dass wir jetzt schon das fertige Finanzierungskonzept haben.
Sie stellen eine Forderung auf, die jetzt noch niemand erfüllen kann an der Stelle, um zu sagen, und weil jetzt noch nicht bis auf den letzten Cent alles finanziert ist, sind wir erstmal dagegen. Also wenn Sie so an Großprojekte rangehen, dann fragt man ja wirklich, welche Zukunftsfähigkeit Ihre Partei hat, lieber Herr Esser. Das ist schon ein bisschen dünne. Und dann darf ich noch mal auf den Kollegen, ja, das ist Ihnen unangenehm, das weiß ich ja, das wäre mir ja auch. Ja, das wäre es mir ja auch. Liebe Kollege, nein, sehen Sie mal davon aus, gehen Sie mal davon aus, dass es hier ein inhaltliches, ein über die Stadt gut verteiltes und ein finanzierbares Konzept geben wird. Ich sagte Ihnen ja, seit wir hier regieren, machen wir keine Schulden, sondern bauen Schulden ab. Und an dieser Linie der Haushaltskonsolidierung werden wir festhalten. Und auch Olympia wird, wenn es denn dazu kommt, dass wir diesen Zuschlag bekommen, eine Sache sein, die unsere Stadt voranbringt und nicht belastet, lieber Herr Esser. Da können Sie mitmachen oder Sie stellen sich abseits. Da haben Sie noch die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Und Herr Zillig, da kann ich es ja nur ganz kurz machen. Also wenn Sie das selber glauben, was Sie hier erzählen, ja, dann werden Sie mal abwarten, was wir aus diesen 32 Millionen alles in dieser Stadt machen. Da werden Sie sich freuen, wie man mit 32 Millionen mehrere 100 Millionen Euro Investitionen aus der Sieberliste umsetzen kann. Also ich glaube, das ist ja nur wirklich abwegig, was Sie hier erzählen. Lieber Herr Zillig, wir tilgen die Schulden und wir investieren mit 32 Millionen insgesamt über eine halbe Milliarde. Also das können Sie ja vielleicht nach Ihrer Oma erzählen, wobei die mir dann auch leid täte, Herr Zillig, aber doch nicht hier im Parlament.